Ja, ich sag mal, Susi, sag mal saure Sahne. Ja, ich lispel. Das ist offiziell ein Sprachfehler. Das ist mir sehr gut bekannt, weil ich habe das schon seit ich klein bin, also seit ich sprechen kann. Ja, ich wurde damals auch in die Sprachschule geschickt. Da gibt es so dann so Trainingseinheiten für die Zunge, für den Mund. Ich habe es aber damals abgebrochen. Also recht früh schon. Ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Mama, Papa, da saßen wirklich andere Kinder, die wirklich ein Problem haben, die wirklich ganz, ganz schlimm stottern, die man kaum verstehen konnte. Ich habe eigentlich gar kein Problem. Also mich kann man ja verstehen und es hört sich ja, also man hört es zwar, aber man versteht mich ja. Und obwohl ich in der Schule heftig geärgert, gemobbt wurde, habe ich mir irgendwann selber gesagt, nee. So. Und dann war aber natürlich der Zahnarzt, der Kieferorthopäde, wie man es glaube ich nennt, bei den Kindern auch, ne? Nein, ich brauchte dann damals ganz dringend eine Spange, weil durch das Anstoßen meiner Zunge vorne könnten ja meine Zähne schief werden. Meine Eltern voller Panik, dann ja, okay, Spange, so Gott sei Dank keine feste, so eine zum Rausnehmen halt. Die habe ich über Jahre hinweg getragen. Wohlgemerkt, vor der Spange hatte ich auch keine schiefen Zähne. Dann habe ich über Jahre lang eine Spange getragen, immer wieder einen Kieferorthopäden gefragt, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch. Alle an meine Freundinnen, die schiefe Zähne hatten und auch eine Spange trugen, brauchten sie nicht mehr, nur ich. Und naja, und dann sagte er, ja, die Zähne können schief werden. Und ich glaube, nach 5 Jahren habe ich meinem Kieferorthopäden die Spange auf den Tisch gepackt und habe gesagt, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. So, ich sage es jetzt ganz ehrlich, meine Zähne sind bis heute noch gerade. Und ich lispel immer noch. Und ja, also ich finde, es gehört zu mir. Also Herr Voss hat auch gesagt, dadurch gibt es absolut keine Probleme mit meinen Zähnen. Also sie werden dadurch nicht schief. Ich möchte es gar nicht weghaben. Also es ist klar, ein kleiner Fehler, den ich habe, aber genau das macht es mich aus. Also mir wurde sogar deswegen beruflich einige Dinge angeboten, weil es hat ja einen Wiedererkennungswert. Und zeigt halt auch, dass man nicht perfekt ist und das ist auch gut so. Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig und ich zahle gerne ein bisschen mehr für gute Qualität, darum geht es nicht, aber es muss jetzt hier nicht das Doppelte sein. Und genau das, also Herr Voss schickt mich dann halt zum Kieferchirurgen und sagt, ja, daran verdiene ich gar nichts, aber ich will, dass das Implantat gut hält und du brauchst einen Knochenausbau.